Mamma mia, bei Christian kommt heute frische italienische Küche auf den Tisch. Und jetzt zeige ich den Jungs mal Amore, Feuer, Passion, Italia. Doch die italienische Leidenschaft springt nicht bei jedem über. Für mich war das mediterrane Küche pur. Kalbssemmerolle. Ich fand es wirklich schade, dass sie nicht rosa war. Bei dem Mozzarella hätten wir vielleicht ein wenig mehr Taste dabei. Als wenn ich morgens mir ein Baguette aufschneide und irgendwas draufklatsche. Ah, ist mir zu wenig. Tut mir leid. Heute geht's nach Fürth. Sieht nicht so aus, als ob hier was los wäre. Am Montag holte Jan in Nürnberg mit typisch fränkischer Küche gute 33 Punkte. Für Peters mediterrane Erlebnisgastronomie gab es gestern 34. In Fürth geht die Küchenschlacht in die dritte Runde. Die Lage des Restaurants scheint auf den ersten Blick nicht gerade ideal zu sein. Oder, Mike? Was sagst du? Wo habt ihr denn mich hier abgesetzt, Leute? Also, wir haben Heimzeit in unserem Wettstreit und das Mio Mio liegt hier. Okay, Christian, der wird wahrscheinlich Cristiano heißen oder sowas. Okay, italienisch, finde ich, passt dann schon wieder optisch zu ihm. Aber die Gegend ist ja mal, ne? Okay, wir sind entführt, aber nicht wirklich mittendrin, würde ich sagen. So, Club-Restaurant, sehe ich sofort. Was für ein Club haben wir denn hier? Tennis. Okay, also, wir haben ein Restaurant an einem Tennisverein. Und ich weiß eins, das sind nicht mehr diese kleinen Clubhäuser wie damals, ne? So mit Toast dabei oder Schinken-Käsedosen mit Ketchup und Pommes. Da kann mehr gehen. Und wenn ich das hier lese, absolut homemade Italian food. Also, auch geil, ne? Erst Tennis, dann Spaghetti. Ja, klingt nach einer verlockenden Kombi. Das hofft auch Gastgeber Christian. Seit Oktober 2019 ist er der Chef des Hauses. Hey, mein Herzblut steckt nicht nur in dem Lokal, sondern das ist allgemein die Gastronomie. Ich habe gerne mit Menschen Kontakt. Das ist Erlebnisgastronomie, wenn man das einmal gemacht hat. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und ich liebe es. Das Mio Mio will seinen Gästen etwas bieten. Hier kommen sowohl Tennisliebhaber als auch echte Italo-Fans auf ihre Kosten. Wir knüpfen praktisch an einen Tennisverein, aber wir sind jetzt nicht so die traditionelle Sportgaststätte, wie man sich das so vorstellt, sondern wir sind praktisch schon ein Restaurant an sich. Unser Konzept ist die traditionelle italienische Küche, wie man sie kennt aus Italien. Wir sind seit 2016 hier und der italienische Part ist praktisch hier bei uns im Lokal. Das bin eigentlich nicht ich, sondern das kommt eigentlich von meiner Frau. Die Knaller bei uns auf der Karte sind Pizza, klassisch natürlich italienisch, Nudelgerichte, Fleisch und Fisch auch von der Karte. Wir haben eine wechselnde Tageskarte und deswegen kommen die Leute ganz zu uns zum Essen. So, meine Lieben, rein ins italienische Getümmel, würde ich sagen. Grüß Gott, servus, servus. Hallo. Hallo. Die Dame zuerst. Die Dame zuerst, richtig? Hallo. Grüß dich. Wie heißt du? Ich bin die Mia. Die Mia? So, Maike. Cristiano, oder? Hätte ich gesagt, oder? So ist es, Maike. Cristiano oder Christian jetzt? Christian, Christian. Bist schon Italiener, oder? Nee, Deutscher. Aber eigentlich hältst du jetzt schon mittlerweile italienisch. Ach, du bist Italienerin hier. Genau. Ich hab gesagt, das ist Cristiano. Optisch würde ich sagen Italien, ne? Auch das Basilikum steht für Bella Italia. Insgesamt haben im gemütlichen Gastraum 80 Leute Platz. Wir haben nicht nur Tennisspieler, sondern wir haben auch Gäste, die nur ins Mio Mio kommen. Ja, genau. Schön. Gerne kommen. Wenn man hier drin ist, war's das. Habe ich nicht mehr Tennis im Kopf, ne? Das ist... So muss das sein. Ein Vorzeige-Italiener, oder? Dankeschön. Weil du kannst von dem Tennisspiel oder dem Sportler allein meistens nicht leben, ne? Die wollen nach ihrem Sport ja kein Dreigangmenü essen. Und die eben nicht Tennis spielen, wissen vielleicht oft gar nicht, dass sich sowas Schönes da drin verbirgt. Hier in diesem Fall, sag ich mal, das Restaurant-Feeling ist absolut da. Also man hat Bock, sich zu setzen. Wie würdest du mir beschreiben, als Freund, wenn die Kamera nicht da wäre, was das Besondere bei euch ist? Also das Besondere ist mit Sicherheit erstmal die Atmosphäre. Und ja, ich denke, man kann den Abend hier schön ausklingen lassen. Beim frischem Essen und guten Wein vielleicht noch. Also auf Sizilien ist es einfach Fisch, Pasta, ah, Fisch. Ja. Und einfach frisch, okay. Leicht, nicht zu viel, nicht überladen. Das heißt, ihr habt dort Köche aus Italien oder Kollegen auch aus Deutschland, die sich mit der italienischen Küche beschäftigt haben? Oder wie ist das? Beides. 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 Beides, ja. Italiener und einen deutschen Kollegen. Und das ist meistens eine gute Mischung. Dann legen wir doch mal los. Koch Thomas ist zu allen Schandtaten bereit. Und Action! 1, 2, 3 so. Personen. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Mike. Servus. Das ist klasse. Servus. Das gefällt mir gut. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, danke, danke. Cool. So, das ist der Koch, der Thomas. Okay. Der kocht heute für uns, oder für dich beziehungsweise. Ja.
Ja, sonst sind die italienischen Köche da, also eben der Osman und der Francesco. Francesco, der macht dann immer die Pizza. Francesco ist der Pizza-Man. Was bekomme ich denn jetzt? Wir machen einen Wolfsbarsch. Dazu machen wir gegrillte Gemüse und einen Rucola-Salat gibt es, ein Parmesan, Kobel drüber. In der 30 Quadratmeter Küche widmet sich Thomas erstmal dem Hauptdarsteller aus dem Meer. Die Kiemen müssen natürlich immer schön roh sein, so wie die hier, sind sehr schön. Und dann haben wir hier die Druckstellen, die Druckprobe machen. Es kommt immer alles wieder rauskommen. Die müssen wieder hochkommen. Und die Augen sind noch glasig. Weißt du, was das ist? Das ist Aquakultur. Aquakultur, also in der Zucht, um den Wildbestand wieder ein bisschen aufzupäppeln. Genau. Thomas hat seinen Beruf gelernt und ist außerdem auch als Diätkoch tätig. Aha, so witzig. Das kenne ich jetzt wieder nicht mit dem Tütchen, ne? Ich mache das unter Wasser und dann mit dem Messer entgegengesetzt. Ja, und du machst jetzt was anderes, ne? Das mache ich auch so, wenn ich hier nicht alles versauen will. Ach, okay. So, jetzt geht er mit meinem Messer rein und fangt dann an zum Schuppen. Und dann bleiben halt die Schuppen schön in der Tüte. Ja, ist eine lustige Idee. Ich selber habe ein Waschbecken, lass Wasser rein, versenke den Fisch in kaltem Wasser und mach's unter Wasser. Brauche ich kein Plastik verwenden, gar nichts und habe den Fisch super schnell sauber geputzt. Und wenn ihr so einen dicken Fisch habt, dann tue ich ihn ein bisschen zisillieren. Dazu nehme ich ein scharfes Messer und schneide den so ein. Ja, ganz so kurz. So. Und dadurch geht die Hitze in den Fisch rein und gart dadurch leichter, schneller, gleichmäßiger durch. Die Gefahr, dass das Fleisch dann zu schnell durchzieht, die ist auch gegeben. Das Wolfsbarschfleisch hat einen feinen aromatischen Geschmack und ist mager und grätenarm. Das Gemüse kommt zeitgleich in die Pfanne. Wie geht's dann weiter, Thomas? Die Pesto wollte ich auch noch machen. Was machst du da? Petersilienpesto oder klassisches Basilikum? Wir machen klassischer Genovese, also mit Basilikum. Dann haben wir hier die Pinienkerne. Jawohl. Da gebe ich jetzt einfach mal so eine Handvoll mit rein. Knoblauch dazu und schon kommt der Mixer zum Einsatz. Thomas hat bei der Pesto-Kreation eine wichtige Faustregel. Was man nicht machen darf beim Pesto, dass man den Parmesan mit reingibt und dann den Mixer mit reingibt. Das darf man nicht machen. Parmesan gerieben, immer unterheben. Du, das kannst du. Ich glaube, die Parmesan passiert nichts. Sag ich mal. Und jetzt rein ins Pizzabackrohr? Genau. Okay, dann machen wir los. Wir jetzt in den Pizzaofen rein. Ja. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Temperaturen. Ja. Oben haben wir zum Warmhalten. Ja, und dann zieht er durch. Auch wenn Thomas sein Handwerk versteht, in der Küche des Lokals wirkt er immer wieder etwas verloren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der noch nicht so lange hier in dieser Küche sich bewegt. Ne? Ein paar Handgriffe, man kocht, merkt sowas und spürt sowas. Und dennoch will der 54-Jährige sein Bestes geben. Schließlich soll das Testessen eine Punktlandung werden und Mike überzeugen. Guten Appetit. Frischer Wolfsbarsch im Ganzen, gell? Also das ist alles in Ordnung. Gemüse drunter, die Füllung. Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier. Nehmen wir mal so ein kleines, gerade da, wo du eingeschnitten hast. Da sieht man auch, dass er jetzt da noch schön glänzt, dass er nicht zu trocken ist. Gell? Er ist feucht, er ist saftig, oder? Ja. Gell? Er könnte einen Ticken noch glasiger sein, aber ich glaube, für die Allgemeinheit ist das eigentlich perfekt. Passt auch die Beilage und trifft vor allem die Soße Mikes Geschmack? Denn die spielt bekanntlich für unseren Profi immer eine wichtige Rolle. Die Pesto ist toll, nicht zu knoblauchlastig. Gemüse ist auf dem Biss. Die Saftigkeit von Tomate vielleicht leicht unterwürzt, aber das ist mein Empfinden. Mit der Pesto wieder passt es. Fisch würde ich sagen, dass der größte Teil, 80-90% sagt fein. Ein Kollege könnte vielleicht sagen, ein bisschen glasiger hätte er sein können. Aber wenn ihr das so rausbringt, dann seid ihr vorne dabei. Aber eines sage ich euch trotzdem, was mir aufgefallen ist. Oh oh, was hat Mike wohl auf dem Herzen? Müssen Christian und Maria jetzt die Zähne zusammenbeißen? Was denn? Mir ist aufgefallen, dass er normal nicht in die Küche hier gehört. Das merke ich an Bewegung, wo was liegt. Oder das irgendwie was ist. Du hast schon auch zwei, dreimal drumherum gewurstelt, du hilfst und irgendwie. Ja, irgendwas ist, ne? Unser Küchenchef ist leider krank. Ne? Okay. Der hat sich beim Mountainbike fahren ist er vom Fahrrad gestürzt, ist am Montag. Okay. Und hat sich jetzt natürlich krank schreiben lassen. Ja? Und jetzt, der ist krank. Der ist krank. Wenn man stürzt mit dem Mountainbike, ist man wahrscheinlich meistens ist, krank. Ist er. So, pass auf. Und du bist jetzt eingesprungen. Ich verstehe auch, dass du sicherlich öfters hier hilfst, oder? Das glaube ich, das ist schon wichtig, oder? Oder bist du jetzt komplett reingesprungen?
Ehrlichkeit währt am längsten. Also ich bin normalerweise ein sogenannter Honorarkoch und ich komme dann, ich bin selbstständig und ich werde über spezielle Agenturen werde ich vermittelt. Darf man, ist gestattet, alles erlaubt, ich habe einen richtigen Riecher gehabt, geht's nachher in den Wettkampf, wenn die anderen Köche kommen, also die Gastronomen und Köche, offen damit um. Hey, mein Küchenchef, ja, klar. Mountainbike, Arm gebrochen, Gesicht kaputt. Ich habe hier eine Granate. Wir hatten jetzt keine Angst. Wir haben das jetzt nicht als zwingend notwendig, ja, weil unser Geschäft muss ja weiterlaufen vom Ding. Und deswegen haben wir praktisch, also es ist einfach untergegangen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, weil der Betrieb muss weiterlaufen. Und eins ist wirklich so, der Koch ist wirklich gestürzt. Ne? Meine Güte. Ne? Und dann bist du halt mal außer Gefecht und dann, wie soll man sich dann sonst helfen? Ne? Gut, dass es solche Agenturen gibt. So, also ihr Lieben, also Essen war gut, keine Frage, ne? Ein bisschen eingedeutscht, ne? Rückenflosse und so. Ich habe keinen Italiener gesehen, der den Fisch vorher so in die kosmetische Behandlung schickt. Ne? Da habe ich gedacht, irgendwas läuft hier falsch. Ich habe dann gebohrt und Gott sei Dank bin ich drauf gekommen, oder besser gesagt, habe ich es erzwungen, dass sie rausgerückt haben, dass der Thomas ein Ersatzplayer ist. Und zwar ein guter. Warum erzählt man das nicht? Küchenchef ist krank geworden, hat sich verletzt. Meine Güte, da darf man sich doch Hilfe holen. Ich bin trotzdem froh, nochmal, dass wir es jetzt aufdecken konnten, weil ein Kollege im Wettkampf, der kann das ganz schnell mal falsch verstehen und ist vielleicht dann auch irgendwie beleidigt, wenn man ihm das vorenthält, oder? Von daher, gute Chancen, würde ich sagen.